Zack, und erwischt. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, es ist Phantomjagdtag. Ja, wenn ihr das gesehen habt oder wenn ihr das jetzt seht, könnte auch schon im Fernsehen ein Beitrag gelaufen sein. Ein Porträt, was mal über mich gefilmt wurde. Und unter mir irgendwo das Engelchen. Da ist Ori, da rennt sie rum. Hi. Ja, ich darf den Phantomblitzableiter mal eben machen. Ja, ich bin jetzt irgendwie runtergefahren, obwohl ich gesneakt bin. Ja, das kann passieren. Nö, ich bin ja so ein bisschen jetzt der Monsterjäger, dass sie das Engelchen halt mal in Ruhe lassen und dementsprechend darf ich mich jetzt hier oben abquälen. Und warum bist du der? Ja, ganz einfach. Du hast geschlafen und ich nicht. Aber ich kann dir einfach... eigentlich erst ab der nächsten Nacht angreifen, aber dadurch, dass du irgendwie so standest, dass sie dich nicht angreifen konnten, haben sie mich angegriffen. Ach, das kann ich ganz schnell ändern. Ich muss nur einmal hier runterspringen, sterben und dann ist wieder Ruhe im Karton. Soll ich mal machen? Nein. Auch nicht durch Zufall? Nein. Auch nicht durch dummen Zufall? Nein. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Da musst du jetzt damit klarkommen. So. Okay, irgendwo ist wieder eins. Wo ist es? Wo ist es? Siehst du es? Da war sogar zwei. Das waren Zwillinge, eindeutig. Aber die waren so von fies, die hat man jetzt auch nicht bemerkt irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall, da kommt noch eins. Ja, auf dich oder auf mich fixiert? Auf dich. Das war auf mich fixiert. Du wolltest was sagen? Ja, in der letzten Folge ging es ja ums Gendern. Ihr könnt auch gerne hier auch im Livestream etwas drüber oder drunter schreiben. Ja, Video halt. Könnt ihr ja was dazu schreiben. Ist euch Gendern wichtig oder findet ihr das alles überspitzt und übertrieben? Ja, was sind eure Ansichten darüber oder generell Politik und so? Darüber stell ich am besten mal hier, wo ich jetzt gerade bin. Ja, da haben wir im letzten Video drüber gesprochen. Aber Hauptthema ist nicht Politik, da halte ich mich ganz raus, das ist nicht mein Metier. Du musst allgemein, glaube ich, ein bisschen darunter halten. Genau, deswegen. Meine Frage an euch, wie wichtig ist euch das Gendern? Das soll man sagen, Hörer und Hörer innen, Hörer und Hörer außen, wie auch immer. Deswegen, ich schreibe in meinem nächsten Buch nur Leser und Leser innen und außen, ganz einfach. Weil dann kann man auch draußen lesen, dann muss man nicht nur drinnen lesen. Weil wie oft habe ich Leute jetzt gesehen, die draußen im Park ein gutes Buch schmökern. Und von daher kann man auch sagen, innen und außen. Das ist dann so meine Version. So, jetzt gucken wir mal, wo die nächsten Geier auftauchen. Noch höre ich nämlich kein Gekrächze. Ich auch. Ja, da unten ist ein Enderman. Mal gucken, ob der hier hochspawnt. Könnte er rein, theoretisch, glaube ich, ja. Hallo? Nö, ist nur halb Step. Ja gut, ich habe den Enderman jetzt auch verwirrt. So, ich bin jetzt bei dir wieder. Noch sehe ich nichts. Ich weiß dann nicht, wie viel Ton noch unten drin ist, aber ich denke, wir werden noch einiges an Ton brauchen. Ja, ich kann gerne noch mal hier in der Richtung, wo das Dorf ist, und so noch mal rumschwimmen und Ton sammeln. Da habe ich keine Probleme mit. Was soll ich hier gerade dran? Nee, da war mein sitzender Hund. Oh, was sagen? Ist noch gar nicht eröffnet. Man sieht doch schon ganz gut aus. Ja, ja, sicher. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Ah, Dach. Also wenn du genau da oben auf dem Dicken stehen bleibst, dann fällt es halt hier runter. Ja. Das ist ein Vorteil. Lang nicht gesehen, liebes Phantom. Guck mal her. Stimmt, ich muss das Kreuz auch noch umpacken. Weil es nach oben verschieben. Hier brenne ich doch, wenn ich kann, einen auf dem Pilz. Ach, die Sonne macht das schon. Kommt noch eins, oder? Da willst du noch einen Stich haben? Da ist ein. So. Dem Phantom hat es die Membrane verkokelt.
So, geh unter Mond, Sonne kommt hoch und gut ist. Die Kathedrale, der Eingang der Kathedrale zeigt auch direkt auf den Sonnenaufgang, ne? Ich sehe das war aber jetzt nicht der Plan dahinter. Ja, ist fast genau perfekt mittig. Fällt mir nämlich gerade auf, wie ich das so sehe. So, wie gesagt, es kann sein, dass schon eine Sendung im WDR-Fernsehen lief über mich. Und ja, das ist jetzt bis jetzt der größte Erfolg, den ich jetzt hatte. Hast du geschossen? Jo, danke. War fertig. Wunderbar, danke schön. Ja, habe ich gerade nicht. Macht ja auch nichts. Und ja, ich freue mich darüber, dass das WDR mich angeschrieben hat und gefragt hat, Jack, wir würden gerne ein Porträt machen für die Sendung Lokalzeit, NRW. Ja, warum nicht? Sag ich gerne ja. Wenn ich dadurch Leuten helfen kann, mache ich das. Trotzdem, es wird alles beim Alten bleiben. Ich mache das, was ich immer mache und fertig ist. Zu was anderem habe ich auch keine Lust, gebe ich zu. Und ich habe überlebt, ein Wunder. Was hast du auf deine Schuhe? Dreck. Ich gucke mal nach. Verzauberung, meinte ich zwar. Aber komm schon. Explosion, Schutz, irgendwas und Wasserläufer 3. Fehlt dir noch Federfall? Dann kriegst du weniger Schaden. Also ich habe überlegt, das reicht mir schon. Ich habe mir nur den Fußpilz verbrannt. So. Mhm. So, dann werde ich jetzt noch ein bisschen Ton suchen, so nebenbei. Und dann kann ich auch noch mal gucken, ob ich ein paar Ertrunkene finde und denen ihren ärgsten Besitz klauen kann. Und dann geht das. Achso, ich werde dir jetzt hier in der Truhe noch den Rest von den Schützenfest hier reinwerfen. Ach, guck mal, hier ist auch noch Ton. Ja, meinst du, was ich hier gesammelt habe? Ach, da passt du wahrscheinlich nicht mehr in die Doppelkiste rein, deswegen. Ja, deswegen sage ich ja, wir dürften eigentlich noch genug haben. Das wusste ich ja nicht. Das habe ich dir aber gesagt gehabt. So nebenbei. Dann packe ich das hier zu. So, aber ich suche da noch ein bisschen Ton, weil so, ich brauche noch was, dann hole ich hier was. Kann gut möglich sein, dass wir noch was brauchen. Und dann fehlen uns genau 3 Steine oder so. Kannst du greifen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du Ton, also diese Ziegelsteine, die gebrannten, umpackst, brauchst du 4 Ziegelsteine, um einen ganzen Block herzustellen. Ich weiß, das ist Quatsch. Also um zu craften. Beispielsweise, jetzt nimm wir mal an, du willst Steinziegel beispielsweise willst du machen. Du nimmst ja den Stone, also den Clean Stone, packst in die 2x2 Felder 4 Stück rein und kriegst aber 4 Stück raus. Ja, kannst du mal sehen. Aber nur bei diesen Ziegeln. Denkst halt nicht. Jetzt schon, ich muss mal für dich umdenken, weil ich meistens die englischen Begriffe sagen will. Kannst du doch machen, mich juckt das nicht. I don't understand alles. So. Wie sagte Lothar Matthäus einst früher, my English is not so good, my German is better. Genau. Stimmt, wir haben da unten ja schon Dorfbewohner drin in dem Einhaus, da kann ich auch in der Deko reinsetzen, bis wie fett das sind. Ja, das wäre ein bisschen schlecht. Ich möchte nicht suboptimal sagen, aber wär's. Ach, durch den neuen Helm kann ich wenigstens ein bisschen unter Wasser bleiben, ohne dass ich sofort wieder Schaden kriege. Ich habe ja am Sonntag ja gesagt im Stream, ich habe meine Sachen verzaubert und ich habe auch Atmung drauf. Na, guck mal, hier ist schon der Erste. Na, willst du uns ein bisschen Kupfer geben? Wie gesagt, oder? Ich weiß halt nur nicht, ob wir jetzt auch Amethyst haben. Kann ich dir auch nicht sagen. Nö, hat nur Gammelfleisch hinterlassen und kann auch behalten. Gammelfleisch mag ich nicht. Und Döner kriege ich von meinem Dönermann, meinen Stammdöner. So. Ich bleib jetzt hier in der Kirche, also in der Kathedrale, damit das der Ton weiter brennt. Ja, ich hab Schiss, wenn jetzt wieder einer weggeht, dass es wieder nicht nach. Also nicht, Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Nee, und. Ich würde gerne jetzt hier die ganzen
Kisten mal aussortieren und alles, was man brauchen ist, dabei. Ja, und da es ja jetzt hier in meiner Heimatstadt einen Fleischskandal mit einer Fleischerei gab, bin ich auch der Überzeugung, dass ich nicht mehr so viel Fleisch essen muss. Mhm. Ja, weil... Seit wann das? Ja, seitdem... Das mal wohl, seitdem ich das alles mitgekriegt habe, wie da mit dem Tieren umgegangen ist. Und das verurteile ich doch auch schärfste, weil ich bin ja selbst Tierfreund, Tierliebhaber. Ich glaube aber nicht, da wo du dein Fleisch gekauft hast, dass das von da kommt. Nee, das nicht. Das auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem insgesamt. Ja, okay. Ich sag auch ganz ehrlich, ich verachte sowas. Ja, und eben deshalb werde ich auch in Zukunft generell erstmal diese Fleischerei meiden. Und sie war eh ein bisschen teuer. Ich glaube, ich war da ein einziges Mal mit dir drin. Ja, war es auch. Das ist aber schon bestimmt jetzt 6 Jahre her. Ja, locker, locker. Seitdem war ich da auch nicht mehr drin. Keine Ahnung. Seitdem war ich da auch nicht mehr drin, gebe ich ja zu. Davor war ich dann noch nie drin. Ja, ist doch okay. Nee, auf jeden Fall ist das natürlich auch ein Thema für mich, wo ich sage, nein, das unterstütze ich nicht. Ich unterstütze weder Tierquälerei noch sonst was. Von daher hat der sauber auf Kies gefurzt, mache ich nicht mit. Aber nicht, was ich gerade in dem Moment so machen kann, solange mir das brennt. Du könntest die Leute hier unterhalten. Wir können über was sprechen zum Beispiel. Ich weiß nicht gerade, was ich an der Kirche an der Kathedrale mache, damit es nicht so langweilig ist. Du kannst auch die Glasfenster weitermachen oder den Vorbau. Vorbau. Schon fertig. Auf der anderen Seite. Da muss ich noch die Wetzdungschaltung. Die habe ich noch nicht. Die muss ich noch tüfteln. Dann mach das doch jetzt schon in der ich Zeit. Komm dazu einfach nicht im Moment. Ja, ich auch immer beschäftigt. Nee, ich mache auf der Tüftelwelt. Achso. Das tüftel ich auf der Tüftelwelt und setze das dann da 1:1 ein. Ja, dann. Ich habe schon einen Plan, wie ich es machen will. Du hast voll den Plan. So. Ich habe auch immer voll den Nullplan. Man nannte mich auch den Planlosen. Probier mal was aus. Ja, mach das. Stört ja keinen gerade. Deswegen. Na, Zuschauer sind jetzt bei mir gerade beschäftigt. Die 3-4 Leute, die es nachgucken, von daher. Ja, ich war ganz aber ehrlich, wollte ich gerade sagen. Ich freue mich eigentlich über jeden, der es bei mir anguckt, weil. Ja, dafür ich mein, mache klar, ich ja, ne? Bei mir sehe ich auch eher, dass die Leute eher die Livestreams gucken. Ja. Aber mein Gott, dann ist das halt so. Ja, Zeit auf jeden Fall, ich möchte ja damit nicht berühmt in dem Sinne werden. Nö, berühmt werden habe ich eh keine Lust zu. Ist mir zu viel Aufwand, zu viel Stress. Wieso ist denn nicht? Also ich mache gerne mit Leuten, die es möchten, Fotos. Auch wenn ich in meinem Mönchsgewand von der Bruderschaft der Klinge, von unseren Mittelalter-Freunden unterwegs bin, so wie letzte Tage. Ja, deswegen bin ich ja... Ja, ich auch nicht. Ja, Moment. Dann also schon ehrenamtlich wird auch jetzt erstmal nichts kommen, weil ganz einfach aus dem Grund verarscht worden die ganze Zeit. Genau. Wenn man jemanden raushaben will, dann findet man schon einen Weg. Nee, und ich mache das, weil es mir Spaß macht mit der Rittertruppe und wir haben jetzt wunderschöne Fotos gemacht. Da kann man auch gerne mal reingucken. Gebt einfach Bruderschaft der Klinge bei YouTube oder Instagram und Facebook ein und dann werdet ihr schon ein bisschen was da finden. Da werde ich noch ein Video, wo es historisches Fechten, also Schwertkampf gab, reinsetzen. Ja, Moment. Ja, Moment, ich bin gerade noch am Schütten. Du kannst mich. Das interessiert den Vieh. Meine Güte. Ja, kannst du mich nicht mehr in Ruhe lassen, du Hornochse? Na. So. Ich bin hier gerade was am Erklären und der greift mich an. Doch, ganz unfällig. Ja, auf jeden Fall, da könnt ihr gerne mal nachgucken. Da findet ihr interessantere Videos, wie man historisches Fechten, also Schwertkampf betreibt. Ich werde natürlich nicht so kämpfen zu sehen sein. Ich bin eher der Mönch, ich segne alles ab. Und ja, ganz einfach steht das anhört. Ich bin der Mönch und segne alles ab. Ja, ich bin den Segen. Das ist wichtig gewesen damals. Und da ich ja von der Körperfigur eh mehr der Mönch bin als ein Schwertkämpfer oder sowas. Das war jetzt auch nicht böse gemeint. Ja, von daher ist naheliegend, dass ich habe ja ein selbstgenähtes Mönchskostüm. Und das habe ich dann ja auch an, ne? Ah, Kupfer. Brauchen wir trotzdem noch Amethyst. Ja, das musst du ansuchen. Also ich bin nur fürs Kupfer zuständig. Das ist auch mehr. Ich
Ja, nicht im Meer, ich bin hier im Flusslauf, Engelchen. Ja, aber rein theoretisch haben wir ja das Meer vor der Tür. Bei den Dorf. Ja, ich bin hier gerade beim Dorf abgebogen. Könnte man ja eigentlich mal so eine kleine Sonderfolge reinschieben. Hm. Auf der Suche nach den Diamanten. Guck, Amethysten. Ja, ich guck gleich mal nach, wie viel ich jetzt schon verquasselt habe von meiner Zeit. Wenn man einmal zu Gang ist mit dem Ton, dann ist man im guten Ton drin. Und was ist da jetzt wieder? Gammelfleisch. Ja gut. Ich habe jetzt so viel Gammelfleisch hier gesammelt, ich könnte bald schon einen schlechten Dönerladen aufmachen. Wie dunkel. Ja. Dann habe ich gleich wieder Phantome bei mir. Man muss so zurückkommen. Ja, könnte hinkommen. Habe ich denn noch. Ja, ich hätte sogar noch Platz bei mir in meinem Fundus, aber ist okay, dann komme ich mal wieder zurück. Ist ja auch kein Thema. Das Dorf sehe ich ja noch, also ganz so weit weg bin ich nicht. Das klappt sogar, das ist cool. Das würde wirklich klappen. Aber da könnte man mal sehen, wie weit ich hier den Ton immer schon weggenommen habe. Wenn ich jetzt die Flussmündung anderweitig weitergehe, da hat man dann schon einiges zu sehen. Was hat man zu sehen? Wie viel Ton ich wo weggenommen habe. Ach so. Im Flussbett. So, dann komme ich jetzt mal zur Kathedrale gerannt. No. Dann schmeiße ich auch sofort den Ton im Ofen rein, dann ist das ein Abwasch. Ach! Was ist ekelhaft, hat eine Flagge und nölt immer rum. Illager. Richtig. Wo? Komm einfach hier. Ach, da ist der Name. Oh nee. Den hast du jetzt abgeknallt. Ich mach's ja mal ein bisschen leiser hier. Weißt du auch, wie das sonst zustande gekommen ist? Nee, warum? Wir haben doch unten in diesem einen kleinen Häuselein, haben wir doch die ganzen... Haben wir doch zwei Dorfbewohner mit Bett. Ja. Jetzt haben wir neben dem Bett auch ein Bett oben gehabt. Ja, aber ist ja nicht schlimm, oder? Dann kann man es eben machen. Das sind Dorfbewohner Zombies da vorne. Ich schmeiß jetzt aber erstmal den Ton in eine Brunnen. Hab sie. Ja, kümmere dich drum. Ich bin gleich da. Aua, shit von Ton. So. So, den Rest muss ich jetzt woanders reinpacken. Ich helfe dir aber mal ein bisschen mit der Phantomjagd. Also es sind jetzt mehrere, lohnt sich gleich mit hinlegen. Da hinten sind noch jede Menge und einer ist hier rechts unten neben dem anderen Haus. Nicht wo die Dorfbewohner drin sind, sondern das andere. Ja, ich bin jetzt auch bei dir. Alter, wie viel Phantome? Ja, es sind einige, ne? Einer ist da hinten. Nicht hoch. Bist du hochlaufen? Also jetzt haben wir Bett oben, jetzt haben wir Phantom, also jetzt lohnt sich's heute. Also die Folge, die ziehe ich jetzt heute XXL. Ja, muss ja. Ja, das ist jetzt vor der Sommerpause eine XXL. Du dämliches, blödes Phantom. War fast oben. So, das Phantom kriegt jetzt erstmal schon meinen Rücken gewienert. So, jetzt muss ich mich noch... Vorsicht, Phantom, Mann! Den habe ich schon einverbrockt, fertig. So. Das ist jetzt lustig, man muss sich auf alle Gegner gleichzeitig konzentrieren, das mag ich ja besonders. Okay, wieder nach oben. Nee, einer ist noch. Ja, ich habe ein Hackebeil ist noch hinter dem Haus, wo keine Betten drin sind. Und welches ist das? Das rechte Haus. Ja, warte, jetzt kommt gerade wieder eins nicht, runter. Der ist auch nicht fixiert. Okay. So, Haus, wo keine Betten sind. Das hier? Zum Fluss hin. Ich kann da nicht runtergucken, weil... Ich kümmere mich um den, warte. Hab sonst ein bisschen Schiss, das ist... Da ist kein Hackebeil, das ist ein Schieß-mich-tot.
Nee, Hackeball. Dann sind es noch zwei. Ja, steht da ja auch zwei. Nee, eins. Jetzt eins. Jetzt habe ich nämlich den Schießmichtismus plättet. Den habe ich erstmal in den Hintern versohlt. So, wo ist der Hackeball-Freckel? Hm, komisch. Ich sehe ihn. Ich auch. So, komm her, du Ziebgeuner, du. Ich bleib jetzt hier unten. Achtung. Ja, da oben bist du leichte Waffe, ne? Leichtes Opfer. Dankeschön. Ja, stimmt doch. Muss erstmal was essen. Jetzt bin ich nämlich gleich schneller im Argen wie alles andere. So, weiter geht's. 2, 3, 4. Da hinten sind sie. Wo? Auf der Fläche oben. So, ja, da. Ich renn da schon hin, warte. Ich geh mal aufs Hausdach, weil dann kann ich den Dings abschießen. Das Biest, ja. Oh, die Magier. Verpinkel dich, du blödes Vieh. Mach den Magier lang. Der Magier ist noch nicht da. Stimmt. So, der Verbiester brennt schon mal. Ja, warum schießt du denn ab? Ganz einfach, weil ich dir mit eine gute Vorarbeit leiste. Der soll auch nicht geeicht sein, der kommt doch hier nicht aufs Dach hoch. Du Eumel. Dann schießt du noch weiter, dann kommt er zu dir. Nee, nee, das ist deiner, komm. Hier, ich schubsen dir nach hinten. So, das kannst du mit dem... Da ist noch ein... Genau, den habe ich auch abgesehen gehabt. Der hat ein Zauberbuch gedroppt. Achtung, gleich hinter dir. Oh, was wär? Ach, da. Ist auch der letzte, aber ich kam nicht dran. Ja, kein Thema, an den kümmere ich mich auch noch schnell. Kommt auf den einen, kommt es jetzt nicht mehr drauf an. So. Er ist seinen Verbrennungen erlegen. So. Achtung. Ja. Ist das noch? Ah, ich hab sogar einen erwischt. Bei so vielen braucht man einfach nur nach oben schießen. Irgendeinen trifft man immer. Mach du mal nach oben, bitte. Ja, gut. Also die tauchen jetzt bei mir auf, da muss ich nämlich auch aktiv werden. Nee. Die kommt von oben. Wo ist oben bei dir? Da, wo unser Haus steht. Da? Da ist die Hexe, ich sehe die Hexe. Ja, kümmere ich lieber um den Zauber, um den Magier. Ist der jetzt schon da? Der Magier? Im Endkampf eigentlich nur. Er ist ja mit der Endgegner eigentlich von den ganzen Gedöns. Hä? Bist du nicht in Ruhe, du? Meine Pfeile blöd. Ja, meine sind auch irgendwie mit Langsamkeit. Oh, ich habe eine Hexe hier vorne bei mir, warte. Mann! Warte. Lass mich die Hexe bitte. Ja, da ist noch eine andere Hexe. Die kannst du dir gerne noch nehmen. Die ist hier hinten an dem anderen Haus. So, ich werde mal. Wollte ich gerade sagen, mich strategisch ein bisschen besser hinstellen, wegen der ollen Knatterköppe da. So. Vorsicht, Hexe. Bei mir oder was? Löst du den Jack in Ruhe? Ja, kümmern durch um die. Und aua. Dem wollte ich mich gerade kümmern. Warte, ich gebe dir Schutz. Wo ist denn der? Ach, da. Ja. Dürfte noch eine Hexe sein? Ja, ich hatte ja ein bisschen Rückhalt gegeben. Ja, ist noch eine Hexe. Ja, und die kannst du dich ja kümmern dann. Kümmern wir uns fachgerecht um ihre Hexen. Ja. So. Ist noch irgendwas zum Aufheben irgendwo? Ja, hier hinten dürften noch ein paar... Was du nicht aufheben konntest? Weiß ich nicht, ich gucke gerade. Ne? Sag mal, hast du was hingebaut? Was?
Dieses komische. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob es da Wasser. Hässliche, wollte ich gerade sagen. Etwas. So. Und wer kümmert sich um was jetzt? Sind oben welche? Hinten bei mir, hinten bei mir. Ja, ich kümmere mich aber erst um den Magier. Mach das. Ich kümmere mich um die Holzmichel. Würde? Ja, ich hab ihn. Der konnte nichts hinaufbeschwören im Übrigen. Das ist gut. Ihr kommt her, Lüti. Ihr kommt doch mal her. So. Mann, blödes Phantom. So, einer ist schon mal hier auch down. Hab ich noch einen Axtmichel? Ja, den habe ich auch noch. Aber ich will gerade erst auf das Biest. Ja, man ist in der Ich habe meinen Axtmichel auch gekillt. Gott sei Dank. So, jetzt können, hier kannst du noch was aufnehmen. Ja, ich nehme auf, ich komm. Sei mein Aufnehmer, genau. So, Phantom, jetzt habe ich ganz viel Zeit für euch. Jetzt kann ich euch so richtig den Hintern versuchen. Das wird Zeit, sehr fertig zu machen. Fürs Bett. Jetzt hast du doch den Anbieter genannt. Ach gut, kriegen wir eh kein Geld für. So. Achtung, Hintern. Zu spät. Also hat knapp an dir vorbei. Nee, der hat mich ja noch erwischt gehabt. Ach so. Bei mir sah das aus, als ob er wieder hochgeflogen ist, einfach nicht. Ich hab ihn jetzt erwischt. Egal. Wie sang einst ein dusseliger Musiker? Egal. Was denn? Wird doch gleich Tag. Denkt sie, sei hochintelligenter Musikproduzent und selbsternanntes größtes sonst was der Welt? Nee. Solche Zugeständnisse mache ich nicht, besonders nicht für den. Da soll er erstmal für seine Fehler gerade stehen, muss ich auch. Hab ich aber Glück, dass er noch nicht so weit vorne war. Ja, brennt ihr Viecher, ihr Mistigen. Mystisch wäre mir lieber, aber mystisch brauche ich nicht. Ja, oh, jetzt brennt sie. Einer brennt, einer. Bei mir zwei sogar. Einer habe ich noch gekillt. Ich hab die sogar noch getroffen! Oh Gott, sag mal, warum flog dein Dreizack durch die Luft? Mit dem Dreizack noch getroffen! Jo, ist er durch. Hui! Jetzt können wir noch ein paar Energiedinger, EP-Punkte einsammeln. Ich habe ja eben noch meine Hose repariert, von daher konnte man es auch nicht so schnell sehen. Ja, auf jeden Fall, denke ich mal, war es jetzt auch genug. Ich weiß jetzt, ich habe sogar nicht mehr auf die Uhr geachtet, wie viele Minuten wir jetzt hier verballert haben. Keine Ahnung. Dementsprechend bedanke ich mich bei Sori, dass ich mitmachen durfte. Bitte. Ich bedanke mich an alle, die bis jetzt noch zugeschaut haben. Wie gesagt, schreibt das in den Kommentaren zum Thema Gendern und zu allen anderen Themen, was wir besprochen haben. Und ja, ich sage dann, bleibt gesund. Wir sehen uns Samstag. Und nicht vergessen. Tschüss. Falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr es hier machen. Mit einem an euch selbst adressierten und frankierten Rückumschlag. Oder einfach per E-Mail. So. Und so könnt ihr uns schreiben. Für Anregungen, Kritik, Lob und was ihr auch immer sagen wollt. Also, haut in die Tasten. Euer Jack und euer Engelchen. Das neue Buch von mir. Out now. Bei jedem guten Buchhändler und Amazon.